Die Stadt Zürich hatte dieses Wochenende Gemeinde und Stadtrat neu zu bestellen. Neben den rund 120.000 Stimmbürgern konnten zum ersten Mal auch die über 150.000 stimmberechtigten Einwohnerinnen von Zürich ihre Vertreter wählen. Die politischen Parteien bemühten sich denn auch um die Gunst der Wählerinnen, indem sie eigene Kandidatinnen portierten. Diese versuchten im Bewusstsein noch immer existierender Vorurteile, ihren Einstieg in die Politik zu rechtfertigen. Es braucht Mut für uns Frauen, die so lange haben schweigen müssen, ins Rampenlicht von der Öffentlichkeit zu treten. Aber wir freuen uns, dass uns die Männer das Wahl- und Stimmrecht gegeben haben. Aber viele von uns Frauen wollen nicht nur mitreden können, sondern auch mitschaffen. Auch wenn es eine zusätzliche Belastung wird. Männer sind gross im Planen und Frauen mehr im Detail. Mit solchen Aussagen wurde der Wesensunterschied zwischen Mann und Frau bestätigt, auch wenn daraus ein Bedürfnis nach gegenseitiger Ergänzung abgeleitet wurde. Die stereotype Vorstellung vom Spannungsverhältnis zwischen nüchterner Sachbezogenheit und gefühlsbetonter Wesenhaftigkeit der Frau, der sogenannten Fraulichkeit, war in allen Diskussionen gegenwärtig. Dass wir Frauen fraulich bleiben. Ich möchte einen die Frage stellen, ob er unter fraulich auch versteht, dass wir uns immer schön brav und anschmiegsam und viel frauliche Wärme ausstrahlen und dass wir aber eigentlich nicht könnte mal auch zu einem Problem stehen und das durchbeissen, ohne unsere Fraulichkeit zu verlieren. Ohne dieses spezifisch Frauliche zu vernachlässigen, stellten sich im Zürcher Corbusier Centre die Kandidatinnen einer anderen Partei den Wählerinnen. Zuerst wurde der komplizierte Wahlmodus erklärt. Wenn Sie bei der neutralen Liste oben keine Partei schreiben, wird einfach immer der Kandidat, den Sie reintun, kommt der prozentuelle Wert über. Sodass, wenn Sie eine Liste abändern, können Sie es letztlich genau das Gleiche erreichen. Also Sie können die Hälfte von Ihrer Stimme den Sozialdemokraten geben, die andere Hälfte unter Umständen jemand anderem. Wobei wir natürlich hoffen, dass Sie die Sozialdemokraten möglichst viele Kandidaten unterstützen. Man beschränkte sich hier nicht auf die Beantwortung formaler Fragen. Unter Leitung von Frau Dr. Emily Lieberherr, der einzigen Stadtratskandidatin, wandte sich die Diskussion mehr gesellschaftspolitischen Problemen zu. Gemeinderätin und hoffentlich auch eine Frau als Stadtrat. Was kann da anders kommen als bis jetzt? Was sollte anders kommen? Also es sollte sicher allerhand anders kommen. Aber was anders kommt, das hängt natürlich davon ab, ob sie alle Frauen wählen dünnt. Ja, und das gibt ganz sicher. Also ich werde mal das erste Mal nach links übergeben, an der Doris Morf. Ja, wenn Sie fragen, was sich könnte ändern könnte. Denn ich zum Beispiel habe eine ganze Liste aufgestellt, die man mich gefragt hat. Da wäre mal gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das wäre etwas. Diskriminierung bei der Mädchenerziehung, Möglichkeiten zur Erleichterung des Frauenstudiums, dann das Problem der grünen Witwe, dann der wahre Charakter der Frau, ob sie eine Innendekoration ist oder ein Arbeitsinstrument. Oder dann das Eherecht, das ist etwas ganz wahnsinnig Wichtiges, dass man das Eherecht einmal ändern. Und überhaupt die Autonomwerdung der Frau, die menschliche Emanzipation. Das sind alles Sachen, die man schon machen kann. Man kann es machen auf Gemeindeebene, man muss es machen auf kantonaler Ebene und später dann auch auf eidgenössischer Ebene. Mit konventionellem Charme und unkonventionellen Methoden wie Blumen, Würstchen und Schokolade gelang es Frau Dr. Lieberherr, im direkten Kontakt mit der Bevölkerung die vielerorts noch vorhandenen Vorurteile abzubauen. Dabei machte sie aus ihren Absichten kein Hehl. Nun fragen Sie mich, was würde ich machen? Ich würde in allen Punkten, wo ich könnte, eine Verbesserung von der Frau in der Wirtschaft und der Gesellschaft herbeiführen, würde ich mich natürlich hundertprozentig dafür einsetzen. Aber selbstverständlich sind das sehr oft Fragen, die nicht im Bereich eines Stadtrats liegen würden. Im Bereich des Stadtrats liegt zum Beispiel, dass er würde beitragen, dass in seinem Ressort und ganz allgemein in den anderen Ressort keine Ungleichstellung von der Frau mehr stattfinden sollte. Wir haben in der Stadt Zürich haben wir die
befriedigende Situation, dass die Frauen an und für sich für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen, aber sie hat nicht die gleichen Aufstiegsmöglichkeiten. Und solange sie nicht die gleichen Aufstiegsmöglichkeiten haben, kann man selbstverständlich nicht von einer gleichen Ausgangslage von der Frauen reden. Neben der Anerkennung für ihre sachliche Argumentationsweise mag beim Wähler wohl auch Bewunderung für das gewinnende Auftreten von Emily Lieberherr den Ausschlag gegeben haben. I like Emily, dachten sich 73.166 Zürcher Wähler. Einige davon befragten wir über ihre Motive. Haben Sie am Sonntag Frau Dr. Lieberherr in den Stadtrat gewählt? Ja, habe ich gewählt. Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, Sie zu wählen? Erstens mal, weil es eine Frau ist, dass auch eine muss im Stadtrat sein, weil wir jetzt eine Frauenstimmrecht haben. Und weil sie nach nur vom Aussehen an mir einen sehr guten Eindruck gemacht haben. Persönlich kenne ich sie ja nicht. Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, Frau Dr. Lieberherr zu wählen? Ja, als erstes Mal als Spiess, dass mal eine Frau reinkommt, oder? Weil sie die Einzige war, die das Zeug hatte, um in den Stadtrat reinzukommen. Nicht? Wie haben Sie das gemerkt? Ja, ich habe darüber gelesen. Sympathisch war man, als ich die Prospekt gelesen habe. Und hat mir also gut gefallen. Sind Sie mal an einer Wahlveranstaltung gewesen? Bitte? Sind Sie mal an einer Wahlveranstaltung gewesen? Nein, bin ich nie gewesen. Ich hatte nie Zeit gehabt, zum gehen. Was hat Ihnen an dieser Frau besonderen Eindruck gemacht? Der Ausdruck, den sie hat und auf dem Bild, das hat mir einfach imponiert. Also Sie sind nur nach dem Foto gegangen? Ich bin nach dem Foto gegangen und dann habe ich noch gelesen, was gestanden ist. Und das hat mir einfach zugesagt. Nur durch die Zeitung. Und was hat Ihnen da besonderen Eindruck gemacht? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, kann ich. Also, ich habe gedacht, sie sei ziemlich energisch wahrscheinlich, was in der Zeitung gestanden ist. Ich kann es aber selber persönlich nicht beurteilen. Also ausschlaggebend war eben für mich die einzige weibliche Kandidatin. Und was ist für Sie der Grund, dass Sie keine Frau gewählt haben? Ja, sagen wir aus Prestigegründen. Ich kann einfach nicht wählen. Wo liegt denn das Prestige? Ja, wie soll ich das sagen? Ich habe einfach gedacht, ja, es sei besser, wenn wir mal wenn wir noch einen Mann reinnehmen, statt der Frau. He? Trauen Sie den Frauen nicht so recht? Ja, ich gehe aus dem Standpunkt aus, dass vielleicht dann in dem nächsten Wahlgang, sagen wir in 4 Jahren, vielleicht dann 3 bis 4 Frauen drin sind und später vielleicht noch mehr. Und davor haben Sie Angst? Ja.